Das wird, wenn nichts mehr passiert, der Sieger sein, 2012 über die Meile hier in Interlaken. Patrick, und spannend wird natürlich um den zweiten Platz, immer noch Cynthia Koske an zweiter Stelle auf den anderen Enden. Da wird Tempo gemacht und ihm gefallen die große Ja, gut sieht es aus. Alle Favoriten logischerweise nach einigen Metern noch beisammen. Aber, sehr richtig, die Nummer 1 ist Cynthia Koskei, die Kenianerin. Legt einen Blitzstart hin. An zweiter Stelle Mektes Koldo aus Eritrea. Also, Koskei und Koldo, das sind die beiden Führenden. Nach gut 150, 160 Meter. Und die Männer sind ebenfalls gestartet jetzt und ab 102 ist der nächste Andreas Boyka. Es geht nur darum, diese drei Runden zu laufen. Jetzt also unterwegs. Also die aktuelle Zahl der Startenden 456.
42 Kilometer nehmt ihr in Angriff. Hier seid ihr kurz vor Kilometer 7. Viel Spaß, genießen die 42. Go, go, go!
Na dann. Dieser super Leistung, da darf jeder auf sich selbst stolz sein und darf sich erst noch an den wunderbaren Bedingungen erfreuen, die wir hier beim 20. Jugendmarathon erleben dürfen.
Seite Portofino. Thank you.
Nein, nein. Thank you.
Even out of place, out of place, out of place. Professional. Hey, yo! Hey, 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 hey! Ganz fies, ihr Drangel. Ja, das ist nicht ganz fies. Yay! Simba! That's Abby! Thank
Und durch geht's. Yeah. Should we go slowly? Beim zweiten Mal, Kilometer 10, halb, weiß. Tun doch die Beine etwas weh. Scheiße. Kleine Gehpause, dann geht's hoffentlich bald weiter. Das ist ein schönes Überbleibsel.
Seleyan Kasha Fertaru aus Äthiopien. Ein Brian McMahon aus Irland, der Vierkopf der Äthiopien. Mit der 109. Brian McMahon aus Irland dazwischen. Also ihr seht, super international. Österreich, Kenia, Slowenien, Schweiz. Und dann USA, Italien, Großbritannien, Irland und Äthiopien. Ein super spannendes gut im Rennen. In 1.59.44 passiert, das ist immer noch super in der Zeit. An 16. Stelle laufen also unser zweiter Schweizer Mark Lauenstein und der nächste Brite. Nach Julot kommt Jan Hardy. Hey, Stefan! Also die Deutschen ebenfalls mit drei Läufern hier in Bern passiert. An 20. Stelle Stefan Huber aus Deutschland. Es wird jetzt immer Schlag auf Schlag, immer dichter das Läuferfeld. Natürlich haben die Spitzenläufer, die Eliteläufer, die sich für diese Weltlauf-WM angemeldet haben, einen Vorsprung gegenüber den nachkommenden Läufern. Aber es wird jetzt enger und enger. Peter Rabovec aus Slowenien, der zweite Slowene. Hey, Peter! Also zwei Amerikaner, zwei Engländer, zwei Slowenen, drei Deutsche und der fünfte Schweizer, Stefan Wenz. Stefan Wenz als fünfter Schweizer. Die ganze Schweizer Gruppe hat also hier fast Stimmung gemacht. Klatschen, klatschen, alle bitte laut. Sie brauchen die Unterstützung, sie brauchen die Hilfe. Was ist getan? Also, ihr könnt ihnen helfen, trinken ist da getan. Super! Thank you.
Kaczynski. Natissa van Meegen. Aus Frankrijk, Bernardine Schuster.
Thank you.
Es ist wirklich, also ist die Rolle sicher.